Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Bundesliga-Blog. Und zwar Spieltag Nummer 14 nach Bericht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Oder? Also bei Kicktipp kann ich schon mal sagen, lief es ganz okay. Ich war mit zwei anderen zusammen Spieltagssieger, aber habe nur 12 Punkte gemacht. Das ist nicht wirklich viel. Aber egal, gewonnen ist gewonnen, wiederholen ist gestohlen. Wir fangen einfach an. Ich bin ein bisschen müde, deswegen. Ja, möchte ich eigentlich nicht jetzt das so lang machen. Wir fangen jetzt einfach an und machen schnell. Darmstadt 98, da findet der Verkehr wie immer in Darmstadt und 1. FC Köln haben letzten Freitag gespielt. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Warum? Weil ich mir gedacht habe, ja, das ist wahrscheinlich nicht so interessant, nicht so spannend. Und deswegen, ich weiß gar nicht, habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe irgendwelche Videos aufgenommen. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir die Zeit nicht genommen für das Spiel. Dementsprechend, ich habe es mir auch nicht nochmal in der Zusammenfassung angeguckt, weil es ist 0-0 ausgegangen. Ich bin sehr enttäuscht von Köln, dass sie da nicht gewonnen haben. Aber okay, was soll man machen? Es ist auch nichts passiert im ganzen Spiel. Drei gelbe Karten, zwei für Darmstadt, eine für Köln. Und wir schauen mal, was das Fazit sagt. Ein intensives Spiel, bei dem beide Mannschaften an die Grenzen gingen. Der FC war die reifere Mannschaft und hatte vor allem in der ersten Hälfte die besseren Chancen durch Lehmann und Risse. Doch Darmstadt stand hinten wie gewohnt kompakt. Am Ende ein 0-0 der besseren Sorte, bei dem die Lilien sicher etwas glücklicher über den Punkt sein dürften. Okay. Bayern München gegen Hertha BSC. Soll man jetzt dieses 2-0 von Bayern München schon als Erfolgserlebnis für Hertha BSC werten? Ich weiß es nicht. Bayern München hatte natürlich deutlich mehr Chancen, hätten mehr machen können, hätten vor allem mehr Tore schießen können. Beide Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen, in der zweiten gar keine. Gelbe Karten gab es auch wieder plus drei. Allerdings alle drei für Hertha BSC. Ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht, ob man da nicht hätte vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Aber gewonnen ist gewonnen. Ich denke, so freuen sich beide, Bayern München und Hertha BSC. Das 1-0 kam von Thomas Müller in der 34. Minute, das 2-0 in der 41. von Kingsley Coman, der sich auch immer besser in die Mannschaft einfügt. Jetzt hat also Bayern München noch mehr Möglichkeiten zum Rotieren. Schauen wir mal. Fazit, der FC Bayern München hat einen riesigen Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gemacht. Sollte der BVB morgen nicht gewinnen, ist den Münchnern dieser Titel nicht mehr zu nehmen, aber die haben gewonnen. Vor allem in der ersten Halbzeit glänzen die Münchner und lassen den Gästen keine Chance. Nach der Pause geht es erst so weiter, am Ende nehmen sie aber das Tempo raus und ermöglichen Hertha nur noch zwei gute Chancen. Die Berliner können sich nichts vorwerfen. Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Was geht denn mit Hamburg ab momentan? Das nächste Spiel ist dann auch wieder zu Hause gegen eine machbare Mannschaft. Und jetzt gewinnen sie hier gegen Bremen 3-1. Also 1-3 ist es ausgegangen. Und auch verdienter Sieger. Hamburger SV würde ich sagen. Wunderschönes erstes Tor von, das war glaube ich das erste von Elicevic, genau. Wunderschön. Ich glaube, da war sogar außerhalb der Boxen dann reingeschlenzt ins lange Eck. Fast schon ein Traumtor. Also ja, mir gefällt Hamburg immer besser. Es sind jetzt schon siebenter Platz mit 21 Punkten. Das heißt, dass sie theoretischerweise schon an Europa League Plätzen schnuppern, zumal auch Leverkusen als sechster Platz nur 21 Punkte hat. Und der dritte Platz, also ein sicherer, der dritte Platz, ein sicherer Champions League Platz, hat nur 25 Punkte, also 4 Punkte mehr. Das ist dann Wolfsburg. Gladbach hat 23 Punkte, also da würde sogar ein Sieg reichen, wenn Hamburg gewinnt und die anderen vor Hamburg nicht gewinnen sollten, am besten halt verlieren, dann würde sogar Hamburg auf Platz 4 vorspringen. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich möchte Hamburg nicht in der Champions League sehen nächstes Jahr. Ich möchte die eigentlich auch noch nicht in der Europa League sehen, weil ich nicht glaube, dass sie dafür gefestigt genug sind und ich glaube auch nicht, dass ihnen das gut tut. Ich denke eher, das wäre negativ. Also lieber so knapp unter Champions League, Quatsch, knapp unter Europa League abschließen dieses Jahr, einfach mal einen guten Mittelplatz sichern und dann nächste Saison kann man dann schauen, ob man da vielleicht einmal die europäischen Plätze mit Europa League angreift. Ich meine, wie gesagt, wenn sie natürlich wirklich auf Europa League Plätzen landen sollten, ja, dann müsst ihr es halt probieren. Aber es wäre nicht mein Wunsch. Champions League wird, denke ich, nicht. Also, es wäre sehr unrealistisch. So, das erste Tor war also von Ljubicic in der dritten Minute. Dann das zweite Tor von Michael Gregoritsch in der 27. Minute. Dann kommt in der zweiten Hälfte erstmal der Anschlusstreffer von Anthony Uccia in der 62. Minute. Und in der 68. ja, 3-1-Deckel drauf von Nicolai Müller. Fazit: Am Ende ein verdienter Sieg für den HSV, der nach der Pause aber kurzzeitig in Gefahr war. Bis zum 3-1 war Bremen das deutlich bessere. Bis zum 3-1 war Bremen.
Bis zum 3-1 war Bremen da deutlich besser im Spiel. Hätte den Ausgleich schaffen können. Okay, das ergibt ein bisschen Sinn. Also, ich glaube, das ist sogar grammatikalisch richtig. Aber wer schreibt denn so einen Kindersatz, verdammt nochmal? Wer ist denn da? Was ist denn da los immer bei Bundesliga? Es gibt's doch nicht. Bis zum 3-1 war Bremen da deutlich besser im Spiel. Bis zum 3-1 war Bremen da deutlich besser im Spiel. Das ergibt schon Sinn, aber es klingt total dumm und merkwürdig. Und ich würde doch als talentierter Mensch, schriftlich talentierter Mensch, würde ich doch nicht so einen Satz raushauen, verdammt nochmal. Am Ende hat sich Werder aber zu einfach auskontern lassen. Der HSV hat es natürlich auch klasse gemacht. Nach dem 3-1 war das Spiel durch. Bremen hat nicht mehr den Willen, sich da wieder rauszukämpfen. Ja, HSV verdient hier gewinnt. HSV verdient hier gewinnt. HSV gewinnt hier verdient. Geil. Hannover 96 gegen FC Ingolstadt 04 und zwar 4-0, also umgedreht. 04, 4-0. Was ist denn da los? Also erstmal hat Hannover innerhalb der ersten 20 Minuten oder sowas, 24 Minuten, drei Tore geschossen, dann war das Spiel schon durch. Und dann am Ende noch das 4-0. Aber wie kann denn die drittstärkste, oder zumindest vor dem Spiel, die drittstärkste Auswärtsmannschaft der Liga gegen Hannover 96 4-0 verlieren? Was war denn da los, verdammt nochmal? Hannover hat jetzt mal ein bisschen unten rausgeballert, 14. Platz mit 14 Punkten und Ingolstadt ist 11. Platz mit 19 Punkten. Aber das war ja nur, also ich habe natürlich auf Ingolstadt getippt, weil ich dachte, das wird ein ganz klarer Sieg für Ingolstadt. Toll. Und dann hatte ich bei Kickbase auch noch drei Spieler von Ingolstadt. Was für ein Scheiß, ey. Das 1-0 in der 5. Minute von Marcelo, das 2-0 von Leon André Arsen in der 11. Minute, das 3-0 in der 24. Minute von Kenan Karaman. Und dann ganz spät in der 85. Minute erst das 4-0 von Uffe Bech. Und dazwischen gab es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelbe Karten, jeweils 3 für Ingolstadt und 3 für Hannover. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Fazit. Hannover 96 feiert einen souveränen Sieg. 25 überragende Minuten zum Anfang und eine bis dahin hundertprozentige Trefferquote reichen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ingolstadt kann die Niedersachsen danach nie mehr gefährden, hat keine richtige Torschance. Hannover sichert sich drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ja, logisch, dass dann Ingolstadt überrumpelt ist, wenn die mit ihren Lackertreffern da die Tore machen. Ich meine, dreimal geschossen, drei Tore. Unangenehm. Hoffenheim gegen Gladbach, das war auch ein krasses Spiel, wo einfach mal, ja, beide hätten gewinnen können. Und am Ende geht es 3-3 aus. Und ich denke, niemand von den beiden Mannschaften kann damit zufrieden sein, weil Hoffenheim führt 3-1 und hätte logischerweise das nicht mehr auf ein 3-3 fallen lassen dürfen. Und Gladbach dreht haltend, oder ja doch, treten 3-1 zu einem 3-3 und hat dann natürlich noch mehr Chancen. Also am Ende hätte auch Hoffenheim noch ein Tor machen können, Gladbach hätte noch ein Tor machen können. Also beide Mannschaften waren eigentlich drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, aber naja, so ist es manchmal. Oh, ich bekomme gerade ganz doll sehr Hunger, wir müssen uns beeilen. Moment, ich hab hier natürlich wieder meine. Wo denn? Nee, hier. Meine leckeren Macadamias, die sind immer ganz gut, um. Nee, doch nicht. Nee. Wenn jetzt einer anfängt zu essen, dann kann ich mehr aufhören, deswegen machen wir nicht. So, Hoffenheim gegen Gladbach. Das 1-0 von Gladbach kam in der 5. Minute von Fabian Johnson. Dann kam aber relativ schnell der Ausgleich von Steffen Zuber in der 11. Minute. Dann wurde das Spiel gedreht von Hoffenheim in der 34. Minute von Eugen Polanski. Kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute von Nadiem Amiri das 3-1. Danach der Anschlusstreffer von Josip Trimic in der 56. Minute. Der hatte, glaube ich, vorher nicht wirklich viel gezeigt, aber dann Tor. Und der Doppelpack von Fabian Johnson in der 87. Minute zum 3-3. Fazit: Hoffenheim wird sich mächtig ärgern. Die Kraichgauer verspielen noch eine 3-1-Führung und müssen damit weiterhin auf den ersten Heimsieg warten. Gladbacher kämpft sich ein verdientes 3-3 unentschieden. Unterm Strich lieferten sich beide Teams ein spektakuläres Duell, welches, auch wenn es eine Floskel ist, heute keinen Sieger verdient hat. Ist meiner Meinung nach falsch. Wenn Hoffenheim noch ein Tor gemacht hätte, hätte sich Gladbach nicht beschweren dürfen, zumal Hoffenheim halt auch nach dem 3-2 ein 4-2 hätten machen können, hätten sie wieder zwei Tore Vorsprung gehabt und das Ding wäre wahrscheinlich durch gewesen. Und danach hätte niemand gesagt, dass ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Und Gladbach hatte am Ende auch noch Chancen und hätte auch noch ein 4-3 draus machen können. Und ja, ich denke, das wäre dann auch nicht so unverdient gewesen. Deswegen gehe ich nicht mit dem Fazit.
Mainz gegen Frankfurt. Da hatte ich 2-1 Mainz getippt. Optimal, weil genau das ist passiert. Und ja, es war meiner Meinung nach auch ein verdienter Sieg. Ich meine, Frankfurt hat dann auch mit Gelb-Rot einen Spieler weniger gehabt. Generell viele Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Gerecht verteilt. 4 Frankfurt, 4 Mainz. Wobei halt das eine auf Frankfurt Gelb-Rot war. Das erste Tor fiel in der 5. Minute mal wieder von Muto, der sich langsam zu einem ja, Goalgetter mausert. Das 2-0 von Younes Mali in der 42. Minute. Vorher gab es aber eine gelb-rote Karte gegen Alexander Meyer in der 40. Minute. Und obwohl sie dann halt auch die ganze zweite Hälfte noch in Unterzahl spielen mussten, haben sie noch einen Anschlusstreffer geschafft in der 61. Minute mit Haris oder Harris oder ich weiß nicht, wie er jetzt ausgesprochen wird. Haris Seferovic. Und danach gab es nur noch gelbe Karten und ja, Wechsel. Fazit: Das Spielchen mit dem Platzverweis von Alex Meyer in der. Das ist eigentlich Alexander Meyer. Ja, aber anscheinend war kürzen die gerne ab. Respektlos! Das Spielchen mit dem Platzverweis von Alex Meyer in der ersten Hälfte und dem folgenden 2-0 für Mainz praktisch entschieden. Nach der Pause verpassten es die 0-5er aber hochkarätige Chancen zu verwerten. 4-0 oder 5-0 hätte man führen können. Stattdessen kam Frankfurt aus dem Nichts zum Abschluss, bekam die zweite Luft und machte das Spiel noch einmal spannend. Unterm Strich geht der Sieg aber absolut in Ordnung. BVB gegen Stuttgart und ich konnte das Spiel nicht sehen, dieses Torfestival. Fuck, Mann. 4-1. Da war erster Advents. Rotz. Spasten. Blöd. Müll. Bei meinen Eltern. Mit meinen Großeltern. Und so. Und Freundinnen. Und so. Ja, aber aus diesem Grunde konnte ich es leider nicht sehen. Natürlich keines der drei Spiele am Sonntag, aber gut. Die anderen waren wohl auch eher langweilig. Aber BVB gegen Stuttgart, Heideröslein, das hätte ich natürlich gerne gesehen. 5 Tore, 4:1 für den BVB. Naja, was soll's. Ich habe mir natürlich danach eine Zusammenfassung angeguckt und ich glaube, dass 2-0, OMG, totales Traumtor, dazu kommen wir gleich. Das 1-0 fiel in der 3. Minute von Gonzalo Castro. Ich glaube, Kagawa oder Mkhitaryan haben einen schönen Schuss gemacht. Und na, wir können ja immer nachgucken. Frühe Führung durch die Borussia, durch Gonzalo Castro. Marco Reus treibt das Leder über die rechte Außenbahn nach vorne und spielt den Ball in den Rückraum, wo Henrik Mkhitaryan zum Abschluss kommt. Genau, schöner Schuss von Henrik Mkhitaryan, aber Tyton pariert halt, muss aber den Ball prallen lassen, überhaupt kein Vorwurf an den Torwart. Aber dadurch kann dann halt Gonzalo Castro zu dem Kopf, zu einer Kopfballchance aus naher, also kurzer Entfernung und hat das Ding halt reingemacht. So, aber das 2-0, eieiei, das war ein absolutes Traumtor in meinen Augen. Und zwar war das in der 19. Minute von Pierre-Emerick Aubameyang. Was für ein überragender Spielzug. Gonzalo Castro leitet den Ball per Hacke-Technik. Ach, das war Castro. Ich dachte, es wäre Kagawa gewesen. Okay. Gonzalo Castro leitet den Ball per Hacke-Technik perfekt weiter auf Pierre-Emerick Aubameyang. Aber eigentlich ging das halt schon vorher los. Also, guckt, ihr müsst euch nochmal angucken. Das war so ein geiles Tor. Also erstmal. Der halbhohe Pass auf Gonzalo Castro war schon super schwer. Keine Ahnung, wer den gespielt hat. Und dann hat er wirklich Gonzalo Castro mit der Hacke hinterm Rücken nach rechts den Ball weitergeleitet auf Pierre-Emerick Aubameyang. Und der hat dann halt einen richtig geilen Lupfer von relativ weit weg. Einen richtig geilen Lupfer über den Torwart ins Tor gemacht. Also absolutes Traumtor, absolut geile Traumvorbereitung. Mega geil. Absolut mega geiles Tor. Schade, dass ich das nicht aus dem Spiel gesehen habe. In der 40. Minute kommt der Anschlusstreffer noch kurz vor der Halbzeit. Das heißt kurz vor der Halbzeit, 5 Minuten vor der Halbzeit von Daniel Didavi zum 2-1. Dann gibt es aber erstmal ein schönes Eigentor in der zweiten Hälfte. 65. Minute von Georg Niedermeier. Und dann in der Nachspielzeit kommt dann noch das zweite Tor von Aubameyang. Und das war's dann. 4-1. Deckel war natürlich vorher schon drauf. Ding ist durch. Fazit: Borussia Dortmund siegt verdient und souverän mit 4-1 gegen den VfB Stuttgart in der 3. Minute gegen den VfB Stuttgart. Punkt. In der 3. Minute brachte Gonzalo Castro die frühe Führung und bereitet den zweiten Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang mit der Hacke vor. Durch das Tor von Daniel Didavi kamen die Stuttgarter nochmal ran, aber das Eigentor von Georg Eigentor klein geschrieben, von Georg Niedermeyer und das zweite Tor von Aubameyang brachten die Entscheidung. So, kommen wir jetzt zu den zwei langweiligen Spielen, die ich weder live gesehen habe, noch habe ich sie mir in der Zusammenfassung angeschaut, weil ich mir dachte,
Wozu? Wozu? Das haben die nicht verdient. Ich meine, okay, Leverkusen Schalke hat 1-1 gespielt, aber da hat der Schalke auch nur dieses Unentschieden quasi selbst verursacht, indem er am Ende, das habe ich mitbekommen, indem am Ende halt unser Rieter das Eigentor macht. Deswegen in der 50. Minute kam das 1-0 von Choupo-Moting und dann in der 85. das Eigentor von Sascha Rieter. Fazit: Schalke wird sich mächtig ärgern, hätte mit einem Sieg in Leverkusen einen Befreiungsschlag landen können. Doch dann kam das Eigentor. Wenn man die vollen 90 Minuten sieht, dann ist die Punkteteilung absolut gerecht. Leverkusen war in der ersten Halbzeit besser, Schalke war in der zweiten Spielhalbzeit deutlich agiler. So richtig weiter bringt das Remis aber beide nicht. Und dann, ja, also Wolfsburg ist halt wirklich Berg- und Talfahrt, oder? Letztes Spiel gewinnen sie 6-0 und jetzt schaffen sie es nicht mal, ein Tor zu schießen gegen Augsburg oder was? Meine Herren. Und außerdem haben sie halt generell keinen Bock zu gewinnen und sind halt trotzdem Dritter mit 25 Punkten. What the fuck? Also es ist nichts passiert, außer gelbe Karten und dann hat Wolfsburg sogar noch eine gelb-rote gefangen und zwar Dante bekommt eine gelb-rote in der 85. Minute, wo es sich halt überhaupt nicht mehr lohnt. Was haben sie denn gemacht? Platzverweis für Dante. Nach wiederholtem Foul, diesmal hohes Bein gegen Bobadilla, musste Dante mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Das ist wohl eher unspektakulär. Fazit: Ein hart umkämpftes Spiel mit vielen Fouls und Fehlpässen. Die abstiegsbedrohten Augsburger präsentierten sich absolut auf Augenhöhe mit dem Vizemeister. Hatten durch Chor und Verhaag sogar die besten Chancen des Spiels. Wolfsburg hatte zwar mehr Spielanteile, am Ende mangelte es aber an Ideen und Kreativität, um die starke FCA-Defensive zu überwinden. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag oder spätestens Freitag wieder, wenn es dann zum Vorbericht geht. Das gibt es dann so über Topspiele nächste Woche. Da haben wir, oh, Gladbach gegen Bayern München. Na, das kann man schon als Topspiel sehen, würde ich sagen. Und ansonsten Wolfsburg gegen den BVB. Auch das würde ich sagen, kann man als Topspiel ansehen. Und das dann auch das Samstagspiel. Also zwei interessante Spiele nächste Woche. Zumindest jetzt für den allgemeinen Zuschauer würde ich sagen, mit Gladbach, Bayern und Wolfsburg, BVB. Wird sehr interessant. Wobei man natürlich auch fast noch als Topspiel Hertha BSC Leverkusen werten kann, weil Hertha ist Fünfter mit 23 und Leverkusen ist Sechster mit 21 Punkten. Das ist ein berühmtes oder ein sogenanntes oder ein schwachsinnig bezeichnetes Sechs-Punkte-Spiel, weil in jedem Spiel kann man maximal 3 Punkte gewinnen. Und in jedem Spiel ist es so, dass wenn man selbst 3 Punkte gewinnt, die andere Mannschaft 0 hat. Und das ist ja dieses angebliche 6-Punkte-Prinzip. Das sagt man aber irgendwie nur, wenn man direkt hinter jemanden ist und dann mit einem Sieg quasi die Plätze tauschen kann. Weil dadurch, dass man ja selbst 3 Punkte gewinnt, kann der Gegner keine 3 Punkte gewinnen und dementsprechend kann man vorbeiziehen und deswegen nennt man das 6-Punkte-Spiel, was aber halt Schwachsinn ist. Weil immer, wenn ich hinter dem Gegner bin, ist es ein 6-Punkte-Spiel, weil wenn ich gewinne hinter meinem Gegner, egal ob ich Letzter bin und mein Gegner Erster, macht er keine 3 Punkte, mein Gegner, und kann logischerweise nicht weiter davonziehen. Und umgedreht, wenn ich vor meinem Gegner bin, von mir aus Erster bin und mein Gegner als Letzter, ist es natürlich auch ein 6-Punkte-Spiel, weil ich ja 3 Punkte mache und dadurch kann mein Gegner keine 3 Punkte holen und kann nicht näher auf mich aufrücken. Also kann ich näher rankommen in der Tabellensituation, also keine Punkte gut machen. Also es ist immer das gleiche Prinzip. Es sind immer 3 Punkte, die man gewinnt und der Gegner halt nicht bekommt. 6-Punkte-Spiel, ne? Wichtig, wichtig. In diesem Sinne, das war's jetzt auch schon. Jetzt bin ich ein bisschen wacher. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.